Hallo Leute, es geht weiter mit The Evil Within in Kapitel 10, die Werkzeuge des Meisters. Ja, es ist allerhand wieder mal zuletzt passiert und ich habe die Schlüssel noch gar nicht eingesetzt. Das stimmt, das sollte ich vielleicht vorher tun, aber ich vergesse es halt gerne mal. Deswegen passiert es so, sonst würde ich das natürlich vorher machen. Ist hier nicht so ein Fach, wo man ran kann? Das wäre natürlich total lustig. Ja, geh doch mal weg hier, die blöden Scheißstühle überall. So, und jetzt nehmen wir uns irgendein Fächlein. Wir haben drei Schlüssel. Fangen wir doch einfach mal oben links an. Ba-bam. Was haben wir hier? Oh, da ist Kältepfeil. Kältepfeil finde ich gut. Davon haben wir echt tatsächlich nicht so viel gehabt. Dann nehmen wir das Fach. Das sieht auch gut aus. Da kriegen wir Glibber für. Das ist auch gut. Glibber ist immer gut. Und noch ein Schlüssel. Und dann nehmen wir diesmal irgendwas. Keine Ahnung. Unten. So, das hier. Das sieht auch gut aus. Noch ein Schlüssel. Was ist das? Wofür? Ach so. Jetzt habe ich noch einen Schlüssel. Okay, cool. Dann nehme ich doch glatt mal das Fach daneben noch. Und da kriegen wir noch mehr von dem grünen Zeug. Okay, cool. Dann nehme ich jetzt hier oben das Fach. Ich mache einfach mal. Ich wusste gar nicht, dass man halt in den Fächern auch einen Schlüssel kriegt. Das weiß ich erst seit einem der letzten Kommentare. Aber das ist ja auch irgendwie so random, glaube ich. Oder so. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall haben wir das jetzt. Ist jetzt hier, sind jetzt noch Fächer offen, außer der Kältegeschichte hier? Oder so? Okay, Blendbolzen haben wir wieder. Das haben wir. Das ist ja feini. Das finde ich gut. Dann gehen wir jetzt zurück. Und, was macht unsere Karte? Die wird so langsam mehr, ne? Die wird irgendwie vollständiger. Aber ob ich die so wirklich vollständig bekomme, ich weiß nicht so recht. So viel, wie es halt geht, wäre schön. So, hier geht's zurück. Wir gehen die Tür, wir nehmen die Tür. Dann, mach sie doch nicht so langsam auf. Es ist doch keiner da. So, wir gehen auf den Stuhl. Wir haben 19.900, das heißt, wir können noch mehr pimpen. Noch mehr auf den geilen Elektrostuhl. So, Nahkampfschaden, Spritzenwirkung wäre gut. Also ich würde Spritzenwirkung gut finden. Na, Schadensmultiplikator finde ich auch gut. Ich habe so das Gefühl, als hätte sich hier noch gar nichts getan. Haben wir doch, oder? Genauigkeit könnten wir mal volle Kalle hinkriegen hier so. Aber okay, Reserve. Das ist alles noch so low, ne? 19.000 hatten wir vorher nicht 0 oder 400 nur noch oder so. Ich weiß es gerade gar nicht. Explosivbolzen, Schockbolzen, Kältebolzen. Ich nehme mal den Kältebolzen. Den pimpen wir mal auf die dritte Stufe. Blendbolzen ist mir zu doof, der ist mir nicht wichtig. Harpune wäre noch was. Ja, 14.900. Dann immer ne. Guck mal, aber doch, die Qualenbolzen. Das hat er sich gemerkt, das hatten wir nämlich auch abgeschlossen, genau. Granaten könnten wir jetzt noch eine. Wir könnten auch noch eine Spritze nehmen. Muss aber, finde ich, nicht sein. Nee. Da mache ich lieber nochmal den Schaden irgendwie größer. Aber wir finden immer nicht so viel Schrotflintenmunition. Deswegen weiß ich nicht, ob das so schlaui ist, da irgendwie rumzubasteln. Dann lieber vielleicht nochmal die Bolzenpower irgendwie pimpen oder so. Hier, Schockbolzen zum Beispiel. Oder Harpune? Mach mal Harpune. Komm. Da geht was. 4.900 haben wir noch. Das ist jetzt nicht so viel mehr. Bei der Pistole vielleicht. Die Nachladegeschwindigkeit, Magazinkapazität. Kritisch, da können wir gar nichts mehr machen. Ja, ich weiß nicht. Nachladegeschwindigkeit. Nachladegeschwindigkeit ist halt auch wichtig. Man hat es gesehen bei den letzten Aliens, die uns verfolgt haben. Da muss das Laden dann auch manchmal schnell gehen. So ist nicht. Aber da ist mir die Power dann doch irgendwie wichtiger als die Kapazität oder hier, Schadensmultiplikator. Das wäre doch mal was für. Doch, das finde ich gut. Fürs Scharfschützengewehr. 900 haben wir nur noch. Nee, das finde ich gut. Das darf ruhig ein bisschen mehr Wumms haben. Denn selbst wenn ich mal ein bisschen daneben schieße,
macht das schon was aus. Aber da müssten wir tatsächlich mal noch mehr auf Schaden gehen. Bei dem Jagdgewehr. Doch, das werde ich mal nicht so vernachlässigen. So, das war's. Wir sind wieder noch cooler, noch stärker, noch besser. Genauso soll es sein. Jetzt erwartet uns der nächste Abschnitt von diesem Kapitel. Ich weiß nicht, wie es aussieht, wie lange das noch geht. Keine Ahnung. Ich speichere jetzt erstmal ab. Ich nehme das an. Das Amt der Speicherung. Und dann geht's ab durch den Spiegel. Ab durch die Hecke. Warum ist die Tür jetzt eigentlich immer auf? Ist es irgendwie wichtig, dass wir hier zurückkommen oder so? Keine Ahnung. Ja, wir nehmen mal den Spiegel. Wir nehmen den so selten hier, den mysteriösen Spiegel. Ich habe keine Ahnung, was uns erwartet. So, ich lade nach. Wenn ich nachladen kann, dann laden wir nach. Und wir können nachladen, das ist gut. Das ist immer ein gutes Zeichen. Kannst du da auch nachladen? Nein, kannst du nicht. Die Schrotflinte haben wir da. Haben wir eigentlich mittlerweile Granaten? Nein, haben wir nicht. Scharfschützengewehr haben wir sogar noch was im Petto. Spritzenmäßig. Sehe ich das richtig? Geht so? Müssen wir? Nee, das geht so. Erste-Hilfe-Koffer haben wir sogar auch noch. Das haben wir noch. Und die Schrotflinte haben wir auch ausgerüstet. Ja, können wir vielleicht noch bolzenmäßig was herstellen? Nein, können wir nicht. Okay. Wenn ich da jetzt raufgehe, dann möchte ich aber bitte eine andere. Dann möchte ich Kälte ausgerüstet haben. So. Ah, bam. Jetzt kommen wir wieder her. Jetzt kommen wir. Und es geht weiter. Ich schaue mich um. Und ja, wir lassen uns überraschen. Wir lassen uns überraschen. Was ist das für ein Geräusch? Achso, da ist ein Ventilator. Okay. Ich hoffe, hier ist jetzt nichts. Mach mal wieder deine Lampe an. Dein Special Light. Ja, jetzt können wir da wieder zurück. Oder laufe ich dann ganz zurück? Bin ich doof? Muss ich vielleicht da lang? Und check das nur nicht. Ich glaube, wir müssen nämlich durch die Tür hier, ne? Wir müssen hier durch die Tür. Hallo. Hier müssen wir lang. Voll falsch gelaufen. Oh, oh. Oh. Okay, da ist Laura. Und ich habe einen Kältefall verballert. Das ist nicht schön. Wieso ist sie da? Ist sie da im Käfig eingesperrt? Hallo, Madame. Warum ist sie hier? Und was mache ich mit ihr? Wie unheimlich. Die blenden wir dann mal. Ich glaube, das ging ganz gut das letzte Mal. Laura! Krabbel doch noch mal hier oben lang. Alleine dieses ekelhafte Geräusch. Also das ist wirklich unheimlich, dass die jetzt hier so rumgeistert. Ich mag das gar nicht. Ich gehe mal hier in die Ecke. Aha. Was passiert jetzt? Oh Gott, was ist das hier? Wie... Man kommt hier wieder rein ins Spiel, ey, und... Jetzt gehe ich da die Treppen runter und hechte wahrscheinlich runter. Kann ich hier den Knopf drücken? Fahrstuhl und so? Okay. Ja, geil. Ich sehe das schon kommen. Wie unheimlich. Oh Gott. Oh Gott. Geh bloß weg. Hätte ich doch nur mal nicht meinen Kältepfeil. Können wir die nicht irgendwie mal platt machen da drinne? Im Käfig? Oh Gott, wenn ich den Hebel drücke, dann war es das mit uns. Benutz nicht den Hebel. Mach es einfach nicht.
Warum kann man die nicht hier jetzt schon erledigen? Das wäre doch viel einfacher. Die anderen konnte man doch auch durch die Stäbe erledigen. Ich versuch's mal mit einem einfachen Pistolenschuss. Aber ich wette, es funktioniert nicht. Hallo? Ja, geht nicht, sag ich doch. Braucht man gar nicht ausprobieren. Hallo? Hier bin ich. Du kleine, hübsche Frau. Guckt euch die an. Das Krabbelvieh. Oh Mann, die müsste man doch eiskalt echt jetzt... Komm, einfach einen Kopfschuss durch das... Also, dass das nicht geht, ist schon wieder so ein Schwachsinn. Ärgerlich. So. Kannst du irgendwas nachdingsen? Nein? Okay. Was heißt das jetzt, dass das hier aufgeht? Kommt sie? Sie kommt. Wuhuhu. Geh! Geh, geh, geh. Okay, da kannst du nichts machen. Du kannst da reinlaufen. Wow. Okay, kannst du hier durch? Ja, kannst du. Lauf, 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 lauf. Nimm den Glibber, nimm den Glibber, nimm den Glibber. Geh weg da. Weg da, weg da, weg da. Lauf, 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 lauf. Lauf. Hallo. Ich habe sogar den Glibber mitgenommen. Ich habe zwar keinen Schlüssel gesehen, aber ich habe den Glibber mitgenommen. Kannst du nochmal zurück? Ich würde den Schlüssel sonst nochmal suchen. Es sollte irgendwo ein Schlüssel sein. Oder halt nur ein Schlüssel sein, wenn man, glaube ich, das Spiel geschafft schon hat oder so. Also man soll jetzt im normalen Lauf den Schlüssel nicht kriegen können. Aber danke, dass ich hier nochmal was krieg und noch mehr. Und ich habe auf jeden Fall, das habe ich geschafft. Das ist doch schon mal was. Dass ich das so, ne? In einem Rutsch. Ohne mich zu verlaufen. Aber ich könnte mir vorstellen, sie kommt nochmal wieder. Ich könnte mir vorstellen, die kommt nochmal wieder. Da ist auch noch was. Nimm das alles mit. Alles, was wir hier so schönes finden. Streichhölzer und Co. Hier und da und überall nochmal in die Ecken gucken, bevor es wieder wild wird. Ja. Das ist schön. Die wird uns noch lange verfolgen, solange die nicht wirklich tot ist. Aber ich bin froh, dass ich es gar nicht so lange versucht habe, mit sie töten und so. Jetzt kommt die wieder, ne? Die Olle. Hallo? Oh. Da kann ich, glaube ich, nicht so gut durch. Das sieht etwas kritisch aus. Hier ist der nächste Hebel. Da ist Glibber und eine Statue. Kann ich die kaputt schießen? Damit ich das schon mal ein... Ja, kann ich. Sehr schön. Ist der Schlüssel jetzt sonst wohin gefallen? Ist der runtergefallen? Ich hoffe, der liegt da jetzt noch. Also da ist noch ein Schlüssel. Wie es scheint. Dann mach mal. Geh mal nach links. Nee, du willst da lang. Du willst aber da lang. Ich will da auf die andere Seite. Ich muss einmal eine Runde laufen. Hä, was macht man jetzt? Muss ich das so auf Zeit machen? Kontrollpunkt. Nee, jetzt hat's aufgehört. Okay. Lauf mal rum, lauf rum. Lauf rum, lauf rum. Du willst da in die Ecke. Scheiße, ich will da in die Ecke. Kannst du irgendwie neu laden oder so, damit du ein bisschen das verballern kannst? Sehr schön. Wir wollen keine Muni liegen lassen. Schade, dass ich hier nicht hin kann. Da muss man wohl anderweitig irgendwie durchkommen, durch einen Fahrstuhl vielleicht. Ich merke mir einfach mal...
Da oben ist auch irgendwas, was da blinkt. Was ist das? Kann ich das anschießen? Kann ich. Okay. Deswegen auch die Pistolenmuni. Wenn ich da bin, irgendwo rauskommen, muss ich nach links, um die Ecke rum, nach links. Das muss ich mir irgendwie merken. Ich nehme mal trotzdem... Scheiße. Was passiert? Nein! Was mache ich? Was mache ich? Komm hier doch nicht weiter. Jetzt kommt die Olle, ne? Okay, scheiße. Ja, das war's. Okay, wir haben Kontrollpunkt und... Oh, es ist so furchtbar mit ihr. Ich hasse sie so. Sie ist so schrecklich. Sie ist einfach ganz schlimm. Aber die Frage ist, wo lang? An ihr vorbei? Einfach nach links rein? Oder doch zurück? Das ralle ich halt noch nicht so ganz. Hier ist wieder die Muni. Ja, nimm alles mit. Aber das Tor ist doch nicht automatisch dann offen oder so. Och Mann. Und was kann ich am besten für sie nehmen? Also Blend ist zwar gut, aber ich würde fast sagen, versuchen es mal mit dem Kältegeschichten. Kälte ist vielleicht gar nicht mal so schlecht. So. Kannst du mal dich ausrüsten vielleicht? Ja, geil. Wie wär's, wenn du mal aufstehst? So, weg da. Okay, ist ganz viel Muni. So, komm her, wo bist du, wo bist du, wo bist du? Wo bist du? Ey, das nervt. Weg da. Oh, shit. Was mache ich? Was mache ich? Was mache ich? Oh Gott. Was mache ich? Ich weiß nicht, was ich machen soll. Also, mal abgesehen davon, dass ich sie jetzt nicht immer getroffen habe, ist da dieser Ofen und ich check gerade irgendwie nicht, was ich tun soll. Irgendwie, sie ist doch so anfällig auf Feuer, aber was macht man da? Jetzt bin ich wieder hier. Ja, schön. Keine Ahnung, also weglaufen war ja noch okay, aber in dem Moment, wo es halt um die Wurst hier geht. Ich rall's nicht. Es ist auch so blöd, dass ich nichts habe irgendwie. Ah. Hätte ich doch mal wenigstens einen Explosionspfeil oder so. Sie bleibt ja auch nicht lange irgendwie erfroren. Irgendwie muss es doch eine Möglichkeit geben mit diesem blöden Ofen. Ja, hat ja prima geklappt. Ganz toll. Da geht's schon mal nicht lang und ab in ihre Fänge oder so.
Ja, auch das kriegen wir noch wieder mit. Das ist schön. Nimm es mit. Shit. Mach den Hebel um. Noch ist sie nicht da. Oh. Irgendwas ist passiert. Oh Mann, das haut einen auch immer so von den Socken, ey. Das ist scheiße. Diese blöden Geländgeschichten. Scheiße, scheiße. Komm mal hierher. Scheiße. Wie krieg ich sie... Was hat es mit diesem Ofen auf sich? Ich kapiere es gerade nicht. Und es macht mich echt immer nervöser. Um jedes Mal, dass ich hier sterbe, macht es mich nur noch nervöser. Das Ding ist, irgendwas ist passiert, dass, als ich diesen Hebel betätigt habe. Ich glaube, wenn ich den Hebel betätige, dann passiert irgendwas. Irgendwie vielleicht, vielleicht, wenn sie da in der Nähe ist oder so, geht sie in Flammen auf oder so. Das Mädchen, das in Flammen stand. Ich versuch's jetzt nochmal. Es ist so blöd, echt. Ich lasse es auch ein... Ja, komm. Irgendwas passiert dann. Und vielleicht passiert irgendwas mit... Ja, lauf einfach. Komm, lauf. Weg da. So, lauf, 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 lauf. Lauf, 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 lauf. Irgendwas ist hier mit dem... Okay. Okay, okay, okay. Was? Scheiße, aber ich kann den doch nicht mehr... Ach, hier oben kommt irgendwas runter. Scheiße. Scheiße. Diese blöden Fallen immer da. Also irgendwie ist da, wenn ich so aus dem Augenwinkel das gesehen habe, was runtergekommen. Aber ich kann den Hebel doch nicht nochmal benutzen, oder doch? Vielleicht muss ich jedes Mal sie wieder an diese Stelle locken. Aber vorher wäre es schön, wenn diese blöde Explosionsfalle da vielleicht nicht mehr wäre. Ich guck mir das mal an, wie man es richtig macht. Und dann sehen wir uns im nächsten Part von The Evil Within. Bis dann.